Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder bei Yonder und jemand sucht ein Ghoul-Samen. Wenn du sie mir bringst, werde ich dich belohnen. Mata Maserung. Wir nehmen es einfach mal. Möbel machen kann. Ich wünschte, Govat und Gotha würden sich beeilen. Ich habe einen ganzen Schuppen voller Holz, das ich dem Gewinner schenken werde. Sprich mit Liebe, Gotha und Govat. Govat! Oh. Echt, warum macht Vater das? Ich möchte nicht mit Gotha konkurrieren. Ich möchte meine eigenen Träume erfüllen. Kannst du Kernholz für mich besorgen? Es ist ein seltenes Holz, das mir den Sieg sichern wird. Du bekommst das Holz von Wildoboerbaum, der südwestlich vom Springmoor wächst. Okay. Vincent, hey du. Vielleicht kannst du mir helfen. Diese Lieferung Holz muss nach Springmoor gebracht werden. Ein gutes Geschäft für ein paar Stücke Holz bekommen wir von ihnen eine Planke. Ich habe kein Holz übrig. Ich fälle Bäume mit einer Axt und besorge so die 18 Holz, die sie brauchen. Jo, Junge. Aha. Aha. Ja, ich müsste es jetzt dort abliefern. So, nächste Quest. Tova. Tova ist zu streng mit den Kindern. Ich weiß, sie geben ihr Bestes. Sie haben einfach andere Träume, als Möbel zu machen. Ich möchte Tova zeigen, was sie schaffen können, wenn sie zusammenarbeiten. Aber ich brauche deine Hilfe. Mit dem richtigen Material könnten sie etwas machen, auf das Tova stolz ist. Kannst du mir die Dinge auf dieser Liste bringen? Ja. Yeah. Und was ist die Liste? Eine Geschichte zweier Brüder. Das wollen wir ja machen. Sprich mit Gotha. Wo bist du, Gotha? Bist du Gotha? Nee. Bist du Gotha? Nee, doch bist du. Tische und Stühle, ich möchte. Aber wenn ich gewinne, kann ich mit dem gewonnenen Holz wunderschöne Gebäude bauen, wie ich immer wollte. Hey, kannst du mir Goldminze bringen? Es ist die perfekte Holzbeize und wird Vater total beeindrucken. Aha, so. Papa wird es total beeindrucken, ne? Gut. Ich weiß zum Beispiel, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber was für Holz gibst du? Normales Holz, oder? Jep, normales Holz. Geht mir wahrscheinlich auch normales Holz. Kleber brauche ich und geformte Planken. Wir machen alternativ 1. Oder? Ja, ja, komm, wir helfen der Mama. Die Mama weiß immer, was am besten ist. Teamwork unterstütze ich. Voll und ganz. Was willst du? Stein der Weisheit. Zeige den Weg. Das Licht vertreibt die Dunkelheit. Ah, danke. Wow. Das war hilfreich, ne? Vielleicht später, aber doch nicht jetzt in diesem Moment, Aha. Leuchtet Licht auf den Stein der Weisheit. Ja gut. Der Pfad ist offen. Aha, sehr wahrscheinlich war die Aufgabe im Dunkeln, also abends hier reinzukommen, hier hinzukommen. Sind jetzt drin. Oh, wow. Okay. Von da kam ich. Was bist du? Aechia.
Ich bin die Brücke zwischen unseren Reichen, die Mutter der Geister und Hüterin der Harmonie. Kann ich jetzt alle öffnen? Nö, ne? Nee. Gut. Also das heißt, ich kann wieder zurückkehren. Okay. So, sie sagten, irgendwo beim Moor. Ist der Goldsee? Was ist das? Hilf Gowald. Goldsee, irgendwo hier so. Süße Wesen. Oder war hier irgendwo der Moor? Düsternis. Furzmoor. Das war der Furzmoor. Okay, aber ich weiß zum Beispiel. Ne, nicht bewegen zu halten, das Ziel. Zack. Senor Tausche. Sind Sie Senor? Schau hier. Ich brauche nur eine. Okay. Ich gebe dir 5 Steine. Handel, Deal, annehmen, danke. Kleber haben sie ja. Schau, ich habe wieder einen Stein. Ha, ha, ha. Was für ein Handel hat denn der gemacht? So, was hat er da? Aha, die Axt. So, 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 so. Oh, hopp. Herr Händler, ich brauche Kleber. Hier hast du ja. Oh, ich brauche nicht zu viel. Oh. Oh, warte, ich kann ja Kleber selbst herstellen. Ciao, Händler. Und zwar kann ich ja. Hier. Wasser. Okay, Händler. Was ist das? Wasser? Warum ist Wasser gleich teuer wie Kleber? Eieieiei. Gib mir einen. Oh no. Und ich gebe dir. Ich gebe dir. Nee. Ich gebe dir. Was gebe ich dir? Was ist das? Kleider. Ich gebe dir eine Mu-Milch, eine Kroffenmilch. Aber da wäre für mich keine gute Deal. Darum kannst du mir noch so eine Münze geben. Und alles von dem. Und mir noch so eins geben. Platte. Noch eins. Was ein Stein? Kein Stein. Er hat nichts, was eins kostet. Doch, hier.
So, Handel abgeschlossen. Danke. So, du bist die Mama. Oh. Ah, vielen Dank. Ich weiß, dass wir sie beide glücklich machen. Ah. Also Kinder, was habt ihr für mich? Hm. Mit Mutters Hilfe haben wir etwas anderes gemacht, als du verlangt hast. Wir haben unterschiedliche Talente und Träume, Vater, und anstatt zu wetteifern, haben wir beschlossen, zusammenzuarbeiten. Hm. Oh. Tofa, unsere Kinder müssen ihren eigenen Weg in der Welt gehen und sieh nur, was sie gemeinsam gemacht haben. Was haben sie gemacht? Was haben die kleinen Rocker gemacht? Schön, dass ihr beide glücklich seid. Bitte folgt euren Träumen, Kinder. Ihr habt unsere volle Unterstützung. Das war's. Das ist doch Mel, 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 Mel. Ich habe mir so Mühe gegeben und jetzt kommt das hier, das ist der Müll. Das ist doch Müll, ne? So, hier hinten haben wir noch ein Fragezeichen. Viele, die das Spiel gespielt haben, denken jetzt sicher, was macht der Dulli? Aber ich bin ja ziemlich zufrieden, wie ich das spiele. Und ihr könnt mir nix. Machen wir das um. Danke. Wow, hallo Fuchs. Juhu. So, Riesenbäume kann ich nicht abhalten. Na, was seid ihr? Kann ich euch zerhacken? Kann ich dich abhalten? Das ist ein Special-Baum. Bambex-Gruppen stimmen demokratisch ab. Danke. Das wollte ich nicht wissen. Ah, das ist mir nicht ziemlich egal. Dschungelfuchs. Oh Leute, schaut euch das an. Das ist so gut gemacht. Gehen wir nach oben. Hier ist was. So, wahrscheinlich braucht man da 25. 6. Okay, okay, wir sind knapp dran. Und 25 war auch nicht zu weit hergeholt. hier unten sollte noch eine Düsternis sein. Schauen wir die noch an. Vielleicht haben wir genau auch richtig 5. 4 braucht man nur. Oh, lalalala. Super. Wieder Frieden kehrt ein, ne? So. Also, ja, dich hatten wir schon. Gehen wir hier hoch. Bastlerhallen. Okay. Okay. Bastlern könnte man handeln. Ah, irgendwie. Was ist denn hier so? Hallo. Hallo, du da. Huhu.
Ja. Ruby Tic-Tac. Zum 100. Mal. Ich bin nicht der Bäcker. Tic-Tac. Immer noch hier, hm? Entweder hast du eine Glutenunverträglichkeit. Ich hasse Gluten, Tic-Tac. Oder du suchst Ruby Tic-Tac. Die Ausführerin der Bastelgilde. Tic-Tac. Nun, da hast du Glück. Du hast sie gefunden. Ah. Okay, beginnen wir. Nicht jeder versteht, wie Dinge funktionieren oder kann sie reparieren, wenn sie kaputt gehen. Tic-Tac. Und wir akzeptieren auf keinen Fall Bäcker in der Bastelgilde. Tic-Tac, du bist doch kein Bäcker, oder? Nur du riechst nicht nach Bäcker. Tic-Tac. Hier sind die Rezepte fürs Bastler-Set und Zahnrad. Und etwas Material für den Anfang. Komm zurück, wenn du die Herstellung eines Zahnrads gemeistert hast, okay? Maschinenteile, Eisenbahn, Krimskrams, Zahnrad, ne? Also gehen wir noch eins rüber und hier, Bastler, Zahnrad. Hab ich alles. Ruby. Ein Zahnrad hast du schön mal gemeistert. Behalte es, Tic-Tac. Du gehörst jetzt nur zur Gilde. Und halt dich von den Bäckern fern. Im Dorf sind 5 gelbe Zahnradkisten. Mit einer davon muss es ein Problem geben. Okay. Ah, da kann ich ja nicht helfen, ne? Da habe ich ein bisschen ein wenig... Wie soll ich sagen? Zu wenig, weißt du? Von den Geistern. Diese Handkiste scheint zu funktionieren. Weiter mit der nächsten. Aha. Das sind die Zahnradkisten. Zahnradkisten. Ah, hier ist noch eins. Die Zahnradkiste scheint zu funktionieren. Weiter mit der nächsten. Okay, aber sie sind irgendwie hier verteilt. Da ist irgendwo eine Katze. Mit. Ah, hier. Lilia Rex. Hier ist noch einer. Scheint auch zu funktionieren. No. Scheint auch alles in Ordnung zu sein. Ja gut, also dich hatten wir schon. Wo hattest du noch eine? Hier rein, ja. Hier hinten, gut. Hast du das Problem gefunden? Aber warum hat da ein Laib Brot in der Maschine gesteckt? Brot habe ich entdeckt. Jetzt muss ich hoch. Die Information geben. Hey yo, ihr hattet Brot in der Maschine, ne? Schon klar funktioniert das nicht. Du mit deinem Tic-Tac-Fehler. Tic-Tac. Oh! So, ausgezeichnet. Das Sonnensystemmodell dreht sich wieder bei jedem Tick. Ein Stück weiter. Willkommen in der Bastelgilde und vertrau bloß keinen Bäckern. Okay. Da steht ihm alleine.
Butterfass. Käsemacher. Dingermacher. Feuerwerkmacher. Samenmacher. Spinnrad. Okay, jetzt da haben wir ziemlich vieles für die Industrialisierung erkennen. Stelle als Bastler für die jeweiligen Gilde Sachen im Wert von 1000 her. Okay. Jetzt haben wir eigentlich sehr vieles entdeckt, was automatisiert. Ne? Okay, ich brauche ein Bastler-Set. Ton und Holz. Machen wir mal ein paar. Maschinenteile. Ach, was? Krimskrams. Öl. Ja, die sind teuer, ne? Räderwerk. Öl. Hallo, Mütze. Im Grasland. Ah, das ist gerade da oben. Das ist ja super miteinander verknüpft, ne? So, liebe Leute, wenn ihr denkt, das ist vorbei, ne. Wir gehen nämlich zum Sumpfmoor. Ich denke, wir machen jetzt ein bisschen für unseren... wie heißt das so schön? Unsere Missionen weiter, ne? Damit wir auch ein bisschen vorankommen hier, wo wir sind. Damit es nicht so trist aussieht und ja. Ja, ich denke, wir haben dann auch ein bisschen mehr Geister und wir können auch noch mehr Düsternis bezwingen, bekämpfen. Wir werden sehen. Ich hab 5. Dann komme ich nach dem Furzmoor nochmal. Vielleicht habe ich dann 6. Samen jetzt hier drin. Oh, Kartoffeln, ne? Nice. Sehr schön. Produktionsertrag ist eigentlich nicht mal so schlecht. Interagieren. Ich möchte... Interagieren. Bauen. Oh ne. Das heißt, ich muss es zuerst herstellen, ne? Sehe ich das lichtlich? Sehe ich das lichtlich? Hackfleisch. Wollt ihr mich halt verarschen? Okay. Wo ist Landwirtschaft? Das Schreinerei, das Konstrukteur, das der Bastler, das der Brauer, der Schneider, der Meister. Geht nicht. Okay. Tja, schade. Hätte gerne noch ein zweites. Ist das? Entschuldigung, dass ich wieder abschweife, aber was ist das? Was ist das hier? Hallo? Hallo? Kann ich behilflich sein?
Ist hier jemand? Sieg. Nee. Hey, ich habe ihn gefunden, aber ich komme jetzt nicht zu dir runter, weil ich sonst wieder einen übel langen Weg habe hier hoch. Aber ich habe ihn gefunden, hörst du mich? Er hört mich nicht. Schade. Ich habe ihn gefunden. Aber wir gehen jetzt zum Furzmoor. Und dort können wir dann die Aufgabe abgeben. Dann haben wir wieder was Neues. Vielleicht ein Geist. Who knows? Vielleicht auch was anderes. Golderz habe ich entdeckt. Nice. Ist das? Scheint, als wäre Fluffykins nach links dieses Flusses entlang gegangen. Halt, ah, schon nach einem Kroffel. Okay, also dort ist Fluffy, ne? Gut zu wissen, weil ich muss jetzt schnell hier die Mission abgeben. Junge, Junge, Junge. Ja, kann's haben. Verdammt nochmal, das hat mir echt gefallen. Und dann kommst du und machst alles widerlich. Aber wie es aussieht, könnten wir deinen Rucksack an gemütliche Wohnung abgeben. Und du wirst das kaum verhindern können. Ja, komm her, Junge. Komm, 15 nach 100, ne? Da macht uns Spaß, ne? Noch 100 Furzen macht uns Spaß. So, irgendwo hier. Bist du umgehoffen? Du bist kein Hoffen. Du bist auch ein Hoffen, oder? Mein Junge. Das heißt, ich brauche noch ein paar Samen, ne? Weil ich ja nicht weiß, ob die ich habe, ausreichen. Hoffen wir, dass die reichen aus. Aha! Ja, gut. Deine Schleifen und Fußbänder sind weg. Du musst furchtbar traurig sein. Eine Umarmung hilft. Danke, dass du Fluffkins gefunden hast. Als nächstes ist Mr. Peabody dran. Sein schicker Zylinder müsste hier irgendwo in der Nähe sein. Ja gut. Mr. Peabody? You are the next one, but first. Das waren doch 6. Das hier waren 6. Ach, wir haben so viele schöne Geister. Gut, mit dieser Entdeckung sage ich danke vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.